Ja, guten Morgen, Leute. So, wir sind zurück und haben soweit alles fertig gemacht. Hier steht unsere ganze Ware. Maren macht gerade das Katzenklo sauber. Und ja, wir werden uns jetzt trennen. Das heißt, sie fährt zur Bank, hat danach einen Arzttermin und danach noch einen Termin. Ich fahre ins Büro, mache die Steuer, mache die Videos und fahre dann auch nochmal los her. Also wir haben heute pickepacke viel zu tun. Wir nähern uns dem Donnerstag, an dem wir das erste Mal in den Laden rein dürfen. Und der Release-Party. So, und jetzt fahren wir einfach mal los und dann sehen wir uns gleich. So, ich bin mit all den Sachen hier im Büro gerade fertig geworden. Leute, es ist hier so bullenheiß drin. Die Jalousien sind hier runter und dabei knallt die Sonne noch nicht mal komplett hier auf das Büro gerade. Aber also hier drin haben wir nochmal 3 Grad wärmer als draußen. So, ich bin aber fertig, werde jetzt das Büro verlassen und fahre dann zur Bank. Hi Leute, jetzt nochmal richtig guten Morgen von mir. Ich habe gerade mich schon ausgebreitet auf dem Tisch. Ich werde jetzt mir einen Kaffee machen und was zum Frühstücken machen. Bin heute Morgen nüchtern geblieben, weil ich beim Arzt war. Ich hasse Blut abnehmen, aber egal. Ich mache gerade so ein großes, oder habe heute ein großes Blutbild für ein Git. Also genau, ich bin zum Arzt gegangen, habe gesagt, ich würde gerne mal ein großes Blutbild machen lassen, mich mal checken lassen und habe ihm so ein bisschen meine Beschwerden, die ich in letzter Zeit hatte, mal erklärt und erläutert und er hat dann gesagt, ja klar, machen wir mal. Ich habe nämlich im Moment sehr stark mit Müdigkeit zu kämpfen, wirklich extrem, 15 Stunden Schlaf reichen nicht, ne? Also wirklich, ich schlafe. Jetzt zum Beispiel, wo ich bei Anna und Kat war, da hatte ich einen Migräneanfall. Ich weiß gar nicht, wie sehr Tobi euch das erzählt hat. Ich hatte auf jeden Fall sehr starke Kopfschmerzen. Die Pollen hatten, ich hatte mit Pollen zu kämpfen. Ich hatte irgendwie, war einfach voll scheiße. Und dann habe ich mich um 20 Uhr oder so ins Bett gelegt und habe bis zum nächsten Morgen um 11.30 Uhr durchgeschlafen. Also wirklich, ich war nicht einmal wirklich wach. Wenn dann unbewusst und ich war am nächsten, also ich war dann am Abend, am Sonntagabend war ich so müde, dass ich um, keine Ahnung, 20 Uhr wieder oder um 18 Uhr wieder eingepennt bin und oh Gott, ey, ich bin nicht wach geworden und ich will das einfach mal checken lassen, gerade weil ich mich auch vegan ernähre, wegen Eisenwerte und so ein Kram und das mache ich jetzt und warte da mal ab, krieg nächste Woche dann Bescheid gegeben, ne? Und dann haben wir noch ein EKG gemacht, ne? EKG haben wir auch gemacht, ja. Du kleiner Pups, du. Und meine kleinen schönen Pfingströschen gehen langsam auf, freue ich mich drüber. Sehr schön aus, aber ich glaube, die brauchen ein bisschen Wasser. Und ihr zwei, ich bin jetzt extra nach Hause gekommen und nicht ins Büro gefahren, damit wir 2 Stündchen hier zusammen schön sitzen können. Mama arbeitet ein bisschen draußen und ihr könnt auch raus. Ja, kleiner Schatz. Und du? Du traust dich nicht raus, willst lieber hier liegen. Süß. Darf ich vorstellen, mein Frühstück, yummy. Und natürlich mein Kaffee, darf nicht fehlen. Ich bin gerade bei der lieben Sue angekommen im Beauty-Studio und hatte jetzt auch schon eine Facial-Behandlung. Also man sieht, mein Gesicht ist schön rot. Ja, aber das war nötig. Ich habe euch ja schon erzählt, meine Haut ist echt schlimm geworden. Ich hoffe, ich kriege das wieder hin und ja, warum, weshalb, wieso? Ich denke mal einfach, weil im Moment ja viel zu tun ist und ich bin 3-mal mit Make-up eingeschlafen. Meine Haut ist, was das angeht, echt empfindlich. Ja, aber ist halt so. Gibt halt manchmal solche Tage, da ist die Haut gut, manchmal ist sie halt nicht gut. Aber es ist jetzt auch kein Abbruch und ist auch kein Weltuntergang. So, was ich jetzt noch gemacht bekomme, sind die Wimpern. Die werden jetzt noch aufgefüllt und dann geht's auch wieder nach Haus. Guck mal, wer da ist, der kleine Toni. Hallo. Oh nein, er hat Angst. Bibi. Du Bibi. So ein kleiner Schisser immer. Oh, ich kann mir hier das voll gemütlich gerade machen. Läuft. Ich muss halt gucken, jetzt zum Beispiel, da haben wir beim Shooting, weil es so windig war, mussten wir halt schauen, dass... Wo bin ich jetzt? Zeig mir doch einfach das Bild danach. Ja, nee, das Bild danach ist es ja nicht. Warte. Oh, Schatz, du machst ja viel zu viel Arbeit, um mir ein Bild zu zeigen. Nein, ich will es ja nur... Das ist nicht zu viel Arbeit. Ich will es dir ja halt einfach zeigen.
So, wir hatten halt das Problem gehabt, dass wir Wind hatten, deswegen stand hier die Strähne die ganze Zeit draußen in meinem Schuh. Ah. Und dann habe ich halt einfach, ich habe den Boden noch sauber gemacht. Sauber. Das sah Katastrophe aus. Stimmt, ich sehe das Kokospalmenblatt da. Ja, das sah so eklig aus, dieses Blatt. Und ja, Leute, Maren ist gerade nach Hause gekommen. Ich bin auch eben nach Hause gekommen, die ganze Zeit am Telefonieren und so, aber ich war auch zu Hause sehr aktiv. Was ist los mit dem Rasen, hä? Was ist los? Tobi, der Rasenmäher ist zurück. Ne, Schatz? Ja. Ja, hab aufgepasst, hab mir den Airwalk-Schuh angezogen zum Rasenmähen, damit ich ja nicht umknicken kann. Und im Garten top. Und jetzt startet es quasi ins Wochenende. Morgen ist ja Feiertag hier. In Berlin stimmt, nicht. Aber wir müssen noch einkaufen. Also ich habe schon vorgestern eingekauft. Und Reis. Ja. Reis, ne? Ja. So, und ja, ich gehe mal jetzt Auto waschen und danach einmal hier schön sauber machen mit den Dingern, die sind frisch gewaschen. Und ich gehe mal Philipp besuchen. Jetzt ist für mich Feierabend. Hast du heute ein bisschen gevloggt? Ja, ich habe ein bisschen gevloggt. Ja? Gut, dann habt ihr es ja gesehen. Ich habe halt jetzt sechs Stunden nicht, aber 4,5 Stunden. Bei Hans im Glück gesessen. Bei Hans im Glück gesessen, weil ich habe auf die, Gott sei Dank habe ich das getan, ich habe halt den Weg eingegeben nach Hause und habe ich gesehen, scheiße, Stunde Stau, brauchst statt 30 Minuten habe ich Stunde 30 gebraucht oder irgendwie sowas. Und dann dachte ich mir so, okay, das gibst du dir nicht, du musst mich heute Abend alle Bilder abgeben, deswegen habe ich mich dann bei Hans im Glück hingesetzt und ja, habe da die Bilder bearbeitet, 4 Stunden. Und Maren saß da, so, voll süß und hi, wo ist mein Mann? Und ich habe alleine bei Hans im Glück gegessen. Aber ich hab noch gar nichts gegessen, Alter. Ja, siehst du mal. Boah, hier das Lied, ne? One Night Stand von Capital Bra. Mhm. Ich hab einen Bimmer, ja. Ich zu Maxim. Er ist Russe. Er hat das so perfekt auf Russisch dann halt nachgesungen. Er sagt, das heißt irgendwie so, du bist so süß oder sowas. Singt er ja auf Russisch, ne? Und ich verstehe mal, sie hat einen Bimmer, ja. Sie hat einen Bimmer, ja. Und ich hab gleich einen Bimmer, ja. Ja, 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 ja. Ach so, dieses Lied. Ich dachte immer, der sagt, ich hab einen Bimmer, ja. Nein! Doch, du hast erst recht keinen Bimmer, ja. Bis dann, Maus. Unglaublich, Leute. Ich bin fertig. Ich habe es geschafft. Wir haben jetzt 10:30. Ich habe alles geschafft, was ich schaffen musste. Und bin gerade so froh, dass ich es geschafft habe. Oh Gott, ey. Ich saß jetzt echt, keine Ahnung, 9 Stunden jetzt an den letzten Bildern dran und hab Titelbilder gemacht und oh Gott, ey, keine Ahnung, und ein Banner und oh Gott, das war so eine Fusselsarbeit, aber es hat jetzt geklappt. Ich habe mich verschluckt gerade. Ich werde jetzt meine Tasche nehmen, ins Auto hüpfen, bin voll rot im Gesicht, warum bin ich rot? Aber meine Haut ist richtig fresh wieder. Und übrigens, die Wimpern habe ich auch Klimperwimper aufgefüllt bekommen. Und ja, setze mich jetzt ins Auto und fahre jetzt zu Tobi und noch zu ein paar Freunden und verbringe da gechillt den Abend. Und vielleicht schaffen Tobi und ich es, wenn wir nicht zu spät nach Hause kommen und nicht zu müde sind, noch Fortnite zu spielen. Ich habe unter den Kommentaren gelesen, dass super viele geschrieben haben, ich habe meinen Freund an Fortnite verloren. Er hängt nur noch da und zockt es. Leute oder Mädels oder auch, vielleicht gibt es ja auch Jungs, die sagen, sie haben ihre Freundin daran verloren. Einfach mal mitzocken, das ist richtig geil, das macht richtig Bock, das Spiel. Und einfach mal zusammen das Zocken, glaubt mir, das ist echt cool. Also zusammen zocken, also ich meine so, einfach mal zocken. Und dann könnt ihr mal gucken, vielleicht gefällt es euch, ja. Und übrigens fällt mir gerade auf, ups, ich habe ja was an. Dürft ihr das schon sehen? Ja, das dürft ihr schon sehen, das dürft ihr sogar schon sehen. Das gibt es sogar jetzt zu kaufen, glaube ich. Kommt der Vlog? Ja, das gibt's sogar jetzt zu kaufen. Also auf unserem Online-Shop. Link in der Infobox. Und genau, wer es nicht mitbekommen hat, ja, wir haben eine eigene Kollektion, eine eigene Marke, kein Merch und verkaufen jetzt unsere Klamotten im Moment im Online-Shop. Ich kann euch aber gerade nicht sagen, wie viele Teile noch da sind. Aber ich glaube, ein bisschen ist was. Also ich glaube, etwas ist noch da, bestimmt. Also ich kann jetzt nicht in die Zukunft schauen. Krass wäre es, wenn wir ausverkauft wären, aber
Nee, ich glaube, ihr findet bestimmt noch irgendwas. Gesundheit. Oh, Entschuldigung. Eigentlich nicht. Einfach ein geiles Bild. Okay. Ja, okay, finde das mal in der Hose. Pippi. Ja, Pippi. Ja, Pippi. Ist schon süß. Dem ist auch voll warm. Hört ihr den Lüfter von der PlayStation? Boah, ey, das ist so laut. Sag mal, was wir spielen. Wir spielen. Grüße an Leo und Karat. Und an Juli und an Anna. Wir spielen Fortnite. Oh, dieses kleine Fädchen hier einfach. Okay, Finn, du ziehst mir alle Fäden aus dem T-Shirt. Du hängst fest. So. Guck mal, jetzt hier wieder das Fädchen spreizt. Ich liebe das. Das ist kitzelig, kitzelig. Oh, mein Schatz. Aua. Warum bin ich wieder gebissen? Ja, weil du sein Gesicht verdeckst. Ich so. Ich pass jetzt nicht, du hast alles Serum im Gesicht. Okay, jetzt gerade ist so. Nee. So, Leute. Wir sagen gute Nacht. Wir haben jetzt gerade eine Runde gezockt und haben danach eigentlich nicht mal einem Spiel gemerkt, dass da gerade voll nur die Pros unterwegs sind und wir dann nichts reißen können. Aber ich habe eben Platz 8 belegt. Allerdings muss ich ehrlich sagen, ich habe mich ein bisschen mehr versteckt und dann kam ein Busch und der hat mich erschossen. Ja, egal. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt ins Bett. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen ist Feiertag. Morgen müssen wir ein bisschen noch was vorbereiten. Und dann würde ich sagen... Bis morgen. Tschüss.